Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, A Fragmentary Passage mit Aqua und mir. Yeah! Mein Gott, ist das ein langer Titel. In der letzten Folge haben wir das Spiel geschadet, haben uns zweimal das Intro angesehen. Boah, das war geil, ne? Und, ja. Oh, Boxen. Nein, die Box. Bitte. Oh, meine Güte. Ja, wir haben unsere ersten Schritte hier in dieser Welt gemacht und müssen hier hingelangen. Und dafür müssen wir irgendwie so Uhrwerke kaputt hauen, finden, was auch immer. Und ja, wir haben Magie jetzt. Wuff. Was? Geil. Okay, ich kann damit... Das ist... Wir haben auf jeden Fall bewegliche Magie, was man auch schon in Kingdom Hearts 3 Trailer gesehen hat. Boah, das sind Zeiten, ne? Das waren noch Zeiten, als wir halt gesehen haben. Okay, mich wird halt vielleicht stören, deswegen tue ich das nochmal ändern. Feuer, hier kommt Eisgar, da kommt Feuer. So, das ist meine traditionelle, ja, mein traditionelles Set, wie ich die Dinger belege. Und das Feuer bleibt sogar. Ich weiß ja nicht, dass sie ja Dings reingepackt haben. Habe ich aber gehört, in Kingdom Hearts 3 soll Dings vorkommen, deswegen. Also freier Fluss. Deswegen überrascht mich jetzt nicht so. So, ich sehe gar, ich habe eine Karte. Neue Aufgabe. Hi. Wups. Und zack. Ach man. Ich habe noch. Ich muss mal um so ein paar Aufgaben hier kümmern hier. So irgendwie Schatten durch mit so Konterknall und zu erledigen. Ha, Leben. Aber hier sind keine Schattenlurche. Das hier war aber ein Konterknall. Was sind diese orangen Dinger, die ich bekomme? Ah! Boah. Magischer Vorteil. Hat er anfällig gegen... Oh Gott. Hat er anfällig gegen Feuer, oder wie? Boah. So, einmal hoch rein und dann gucken wir mal, was wir noch für Aufgabe hier bekommen haben. Besiege Flammenkerne, okay. Weißt du, ach nee, ich muss gar nicht Schattenleuchte damit erledigen, okay. Manche Herzlose sind gegen bestimmte Magietypen verschaffen, ja, neuen Fall, den du Herz mit der richtigen Magie bekämpfst. Ah. Meister der Blitz besiege 50 Herz mit blitzbasierten Magie, eisbasierten Magie, mit feuerbasierten Magie, ja, Blitz wird. Ich habe schon eine Aufgabe geschafft, yay. Puff. Ja, mal gucken. Irgendwann. Das ist ja genauso mein Ding. Liebe ich auch in der Tales of Serie. Okay. Was? Kann ich einen Auto finden? Ja, ich glaube, es bringt nichts, wenn ich Dinge kaputt hau. Deswegen lassen wir mal. Die Zeit ist ja echt stehen geblieben. Ja, das haben wir ja schon letztens, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich das hier geguckt habe. Es gibt hier kein Geld oder so, nehme ich an. Ei. Oh Gott. Ja, ihr seid anfällig gegen Eis oder wie? Aber wir haben nicht Eis oder Feuer und Eis Blitz. Wir haben direkt Eisgar, Blitzgar oder sowas. Geil, ne? Wow. Boah, ich wollte gerade kontern. Ich darf nicht vergessen, ich kann mich auch heilen, ne? Mal gucken, ja. Ich muss mal. Oh, das ist eine Truhe. Okay, es wird noch orange angezeigt, wenn ich nicht wenn ich kurz davor bin, meinen ganzen MP. Also hier kaputt zu. So, was wollte ich sagen? Ach ja. Schriftzeichen werden orange angezeigt, wenn ich irgendwie. Also bei Magie werden die orange angezeigt, wenn ich alle MP verbrauche, ne? Der Balken, der ist so winzig, das stört mich irgendwie. Vor allem, da wir nur Aqua steuern. Also so viel weiß ich ja. Warte mal. Kann ich jetzt... Puff. Hey. Okay, geht nur am Boden. Schade. Warte mal hier oben. Nichts. Obwohl... Nö. Du siehst aus, als wärst du Feuer. Komm her.
Auswurf. Oh, verdammt. Ja, hallo. Einfach draufhauen, dann gehst du wieder, ne? Einfach auf die Zeit einprügeln. Ach, und dann vergeht hier jetzt mal eine Stunde. Weil eine Stunde wird zurückgedreht. Da ist, muss noch drei. Nee, eins, zwei, doch drei. Da ist, muss noch drei finden. Gut. Ich lerne. Ich weiß, wie Spiele gehen. Oh, hallo. Bewege im Sprung nicht mehr, um schnell vorwärts zu. Geil. Also ich lerne auch so Sachen. Geil. Oh, hi. Da bist du. Machen sie mir ein bisschen schwieriger, habe ich das Gefühl. Mann, ich bin so kaputt, Mann. Oh geil. Die Effekte mit den Dingern. Guckt euch an. Ist hier noch jemand? Kampfmusik läuft noch. Ich höre noch irgendjemanden. Komm. Du. Was? Forscher der Dunkelheit. Doch, du jetzt wieder hier auf? Ja, ne? Da bist du. Hi. Habt ihr ja bald die gleichen HP. Gut. Wenn ihr wieder auftaucht. Genau wie in Dream Drop Distance. Okay. Kann nicht auf die Dächer drauf. Ja. Kann ich auf die Dächer drauf. Ja. Ja, voll Open World. Nicht hier drauf, nö. Das ist zu erwarten. Ich hier schon? Nee, ne? Hi. Kam ich von hier? Ich weiß nicht mehr. So weitläufig, ey. Schon wieder zu kompliziert für mich. Also es bietet sich ja alles an, ja. Diese Sachen hier auch in Kingdom Hearts 3. Boah, ich vergesse. Doch, bei Sleep. Es bietet sich ja richtig an, dass diese ganzen, diese Welt und Aqua und so auch wieder in Kingdom Hearts 3 vorkommen werden, ne? Oh mein Gott, was verlangt ihr denn hier von mir? Dann machen wir Assassin's Creed hier. Ich kann aber bestimmt irgendwie da hinten hin, oder? Schön. Die Welten, die werden ja sowieso sehr viel größer. Bis gerade, was ich abgerollt, merke ich gerade. Hier, von da kam ich, ne? Ich meine, irgendwo hier oben war sowieso so ein Ding, ne? Kann ich dahin? Das sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich. Da ist so ein Urdingen. Nein, da kann ich nicht. Mädel, oh Gott. Ja, da kann ich auch nicht lang. Nein, nein. Oh Gott, oh Gott, oh hi. Hier gibt's so ein Urdingen. Ich hab's gefunden. Kann ich jetzt Doppelsprung freischalten? Gibt's ja auch noch. Konnte sie ja auch. Situationskommandos im Kampf. Wenn Gegner eine gewisse Menge an Schaden zufügt, wird ein Situationskommando im Kommandomenü eingeblendet. Unterscheiden sich je nach deinem Kommandostil. Okay. Ars Magica, was? Jetzt wollen wir lassen sich in ein Kommandostil wechseln. Okay. Meine Güte. Oh, okay. Kann ich auch hier? Ich kann doch bestimmt mich irgendwann hier so dran hängeln. Hi. Und ich will mal kontern hier. Muss ein paar von euch zu erledigen. Boah, ich krieg das echt nicht hin. Ein Schatten durch, ey. Hier haben wir sonst nicht drauf, ey. Au. Komm. Und puff. Na, no, das killt ihn nicht mit einem Schlag.
meine, das macht mich unschädlich mit Anfang. Dadurch gehe ich eigentlich blocken. Aber also einfach macht mich. Habe ich trotz Kopf? Das ist eine sehr gute Frage. Okay, mache ich mich eben so platt. Ja, wofür? 50, was wollt ihr eigentlich? Das ist der 50 doch hier, so ein vorhin Level ja für den Endboss gewesen. Aber was habe ich denn hier? Was Marika? Kann ich mich jetzt drehen? Nee. Das ist ja exakt gleiches hier wie ein Werfer Sleeve ausgezeichnet. Geil. Als sie alle Elemente von allen Kingdom Hearts Spielen reinpacken, ne? Das ist schon Overkill eigentlich. Also danke. So, drehen wir uns. Sehr geil. Au. Ja, komm her. Oh. Also gesagt, ich ein Wort spielen wir schon. Birth by Sleep. Wir spielen nicht Birth by Sleep. Wir spielen Birth by Sleep auf Fragmentary Passage. Das ist was vollkommen anderes. Meine Güte, ey. Ich versuche die ganze Zeit mit X hier die Truhen zu öffnen, wie in Birth by Sleep. Hau die aus Versehen ja eine über. Da habe ich doch vor kurzem erst noch Dings gespielt. Raindrop Distance. Da musste man die auch mit 3. Ne, da musste man, nee, da musste man die auch mit X öffnen, ne? Da musste man die auch mit X öffnen. So, soll ich wieder darum laufen? Nö. Ja, Gegners. Kommt. Ich brauche definitiv noch ein paar Level. Ich so Gefühl. Das ist eine Truhe. Das sind Gegners. Du siehst aus, als wärst du einfach gegen Eis. Noch mehr Eis, noch mehr Eis und noch mehr Eis. Bereit. Eiskar. Wuff. Das ist eine richtig große Schneeflocke. Ja. Kommt mal her. Sollte mich angreifen. Was macht jeder? Ha. Verdammt, das hat den schon wieder nicht getötet. Ja, komm. Alter, ich krieg das nicht hin mit denen. Wow, bin ich schlecht in dem Spiel. Oh, Dreieck. Oh mein Gott, das wird jetzt das ganze Spiel lang so laufen, ne? Ich kann irgendwie so, weiß ich nicht. Ich hätte gern irgendwie so ein, weiß ich nicht, so eine Liste, ob ich alle Schätze habe oder so. Wenn es ja wahrscheinlich nicht viel zum Finden gibt. So, da oben muss ich hin. Wupp, so da. Dann gehen wir da hin. So, da war ich. Gott. Mache ich die überhaupt kaputt? Das ist nichts dran, ne? Nehme ich mir jetzt mal stark an. Ist da unten was? Natürlich immer erst irgendwo anders natürlich hingehen. So, hi. Wuff. Wuff. What? Ich bin runtergerutscht, was? Wuff. Da. Ich glaube, wir schaffen es sogar, alle Dinger hier zu finden in diesem Part. Ich habe gesagt, ich spiele schon irgendwie seit einer Stunde oder so. Wir sind erst 15 Minuten. Ich dachte mal, die Zeit vergeht schnell, wenn man Spaß hat. Übrigens Zeit. Jetzt rede ich auch schon von Zeit hier. Multifokus. Mein Gott. Multifokus. Damit kannst du mächtige Angriffe ausführen, die alle amüsierten Gegner trifft. Hat im R1 gedrückt, um Ziel anzubezieren und drücke X, um zu feuern. Die Attacke ausgeführt ist, leert sich die Fokusleiste. Multifokus kann erst wieder benutzt werden, wenn sie wieder voll ist. Ach, das sind die orangen Dinger. Okay. Mein Gott.
im Spiel ist echt jede Funktion, die es je in Kingdom Hearts gab. Wäre die letzte dann. Da fehlt dann eigentlich noch. Hier, kommt mal her. Ich muss mal ausprobieren. Und zack. Zack. the most overpowered thing in Kingdom Hearts has returned. Ja, Multifokus war sehr überpowered. Fand ich. Ich kenne irgendwie Leute, die haben das Let's Play und haben nur das eingesetzt. So, dann ist das Teil, ne? Was mich ein bisschen genervt hat. Ich meine, man muss das nicht dauernd einsetzen, ja, für jeden Gegner. So, ich bin echt hier vorbeigelaufen in dem Teil. Oder was? Majorette. Und das waren alle letzten. Das waren alle Urteile. Mal an, ne? Wir werden 12 vor Mitternacht oder mittags, weil nicht alles ist dunkel, ja, deswegen nehme ich an Mitternacht. Ja, der Boden hat sich auch erneuert direkt. Doppelsprung, ha, ist aber das gleiche Bildchen. Aber wir sind schon so ein bisschen, wow. Ja, gleich, glaube ich. Wow. Oh man, verreckt doch mal dadurch. Ich muss ja so eine Dings hier, eine Aufgabe erfüllen. Und der. Ich habe noch gar nicht gesagt, ob wir mit Irakus Schlüsselschwert rumlaufen, ne? Ist er das Schlüsselschwert von ihm. Hat Zora auch, sehr gut. Azora auch im Trailer findet. So, wir haben 50 Schatten durch die Wand, glaube ich, erledigt. Oh. Let's go! Oh mein Gott! Das ist ja wie ein Mega Flare nur in Blitzform. Oh. So, gucken wir uns mal ein paar Aufgaben an. Buff. Oh. Haben wir hier alles. Flatterlinge, Figaro, wir können ihr Katzenohren geben. Oh Gott, yes. So viel yes. Was haben wir denn? Elegant, blau, oh. Grün. Ich würde sagen, einige von diesen Sachen tun wir so oder so irgendwann freischalten. Da kehre 20 Straßenlaternen. Ah. Ja, seht ihr, meine sinnlose Brutalität bringt doch zu irgendwas. Das ist schön. Auf Figaro. Das muss ein Muss in den anderen Kingdom Hearts Spielen sein. Bitte. So, Straßenlaternen, kommt her. Eins. Zwei. Wahrscheinlich verschiedene Treffen, ne? Ich habe nie im Leben alle von denen angegriffen. So. Aber direkt wieder eine neue Farbe. Oder? Mecha, pink. Blau, Anmut. Ich will das haben, das sieht gut aus. Ich kann das sogar. Sehr schön. Jetzt auch, also wow, sehr schön. Ein schönes Pink, ist da auch was. Aber weiß sieht eigentlich nicht schlecht aus. Aber kann ich? Ah, schön. Mal Farbe 2 ist das die Dinger, ja, ja.
Das ist ja auch cool, also richtig in Schwarz. Viel zu sehr Spaß mit den Sachen. Ja, weiß, sieht schon nicht schlecht aus. Viel zu viel Spaß mit den Sachen. Also mal erstmal. Nehmen wir das und machen das. Wollte nicht. Cool. Oh nein, speichern. Das war jetzt nicht gespeichert. Du hast doch. Also, ich habe eine Idee. So, das hier wird schwarz. Ich will da unten diese Dinger. Kann ich nicht, ne? Verdammt, ich will diese weißen Dinger irgendwie ändern. Oh, cool. Sehr schön. Wir sind in der Welt der Dunkelheit. Wir müssen uns passend kleiden halt, ne? Ich muss eigentlich lila irgendwie reinpacken. Was soll's. Ich werde da ein bisschen herumspielen. Wahrscheinlich werde ich in jedem Part irgendwie eine andere Farbe ausgerüstet haben. Wupp. So, wir gehen mal zur Uhr. Ich will mal gucken, was da ist. Außer es kommt noch irgendwas, was ich hier kurz und klein machen kann. Das ist das Einzige, was mir noch gefehlt hat, irgendwie so. Man sich die Charaktere irgendwie so umgestalten kann, ein bisschen. Wo ist die verdammte Uhr? Ich habe schon erwähnt, dass ich eine schreckliche Übersicht habe oder Orientierung. Wer schon ein paar Projekte hier geguckt hat, der weiß, was ich meine. Die haben mir gesagt, ich soll nach Norden gehen, also bin ich hier hochgeklettert. Norden ist aber nicht das gleiche wie oben, du Idiot. So, ich glaube, hier war das, ne? Da sieht doch irgendwie so aus, als wäre ein Örtchen, wo ich da. Oh mein Gott. Dieses Touch-Dingen von PS4-Controller, das macht noch nichts. Muss das sein? Nein, wir versuchen hier nicht zu glitschen. Boah, ich. Boah, das ist schrecklich, das ist furchtbar. Schon wieder nicht, wo ich hin muss. Mann! Schon manchmal furchtbar, ich zu sein, ne? Ich kletter mal hier auch hoch, dann werde ich aber sehen, wo ich hin muss, ne? Da, das. Boah. Ich bin auch ein Idiot, ne? Das Schloss, ich hätte einfach nur nach dem Schloss hier ausschalten müssen, ne? Ich will da zum Schloss, Mann. Ugh. Das ist sogar hier, ah, ja, ich kam ja von da. Boah. hi. Bist denn du? Oh Gott. Ich habe mich da auch im Trailer gesehen, Mann. Hm. Das ist ein Boss. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ein Leben. Mein Gott, hält der viel aus. Kann ich machen. Oh Gott. Hilfe. So schnell dürfte ich eigentlich nicht sprechen, oder? Aber wie viel der aushält. Ah. Ich glaube, ich kann ja verrecken. Wir haben Heilung, bitte. Habe ich doch extra für die schön gemacht hier. Oh Gott. Der hält ganz schön viel aus, ey. Ah, ist Magica. Komm her. Ja.
Und gleich mal einen Multifokus einsetzen. Und jetzt komm her. Bum, 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 bum. Wo bist du? Komm her. So, jetzt Multifokus. Ich habe so viele verschiedene Arten, mit denen ich dich töten kann. Also komm her. Excellent. 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 Willst du keine Mini-Dingens hier mehr spawnen? Habe ich so viel. Da bin ich auf. Der Meteorit kommt auf dich hinniedergeprasselt. Ja, den muss ich ja auch fahren. Na, wer? Kriege ich hier noch? Oh Gott! Und jetzt heile ich mich. Bin ich eigentlich immer noch unbesiegbar, wenn ich die ganze Zeit rolle? Sieht irgendwie nicht so aus. Oh Gott, oh Gott. Ich habe gerade gesehen, wie du Schatten durch abgeworfen hast, aber ich scheine jetzt nicht mehr da zu sein. Hau ich die so da raus, oder was? Ah, es ist Magica. Wurf. Ja. AP Höchstwert erhöht. Geil. Oh, schön. Ach, in den Cutscenes hat sie aber normal Kleidung an. Ja, Aquas Thema im Hintergrund. Ja, gehen wir schon da rein oder? Kann ich noch speichern? What I wouldn't give to really turn back time. To spend one more night beneath the stars with my best friends. I'm doing it again. Aqua. It can't be. What are you doing here? You should be in the realm of light. Oh no. Did you not make it out? Don't tell me. Has the realm of light... Ist überhaupt der echte? Why won't you say anything to me? So what are you? A memory among these shadows? Are you here to try and tell me not to lose heart? Keeps our thoughts alive. But where do the people who lived here go once the world was taken away? At least they're not here, so they haven't fallen to darkness. I'll take what solace I can from that. Landen in anderen Welten, oder? Also die Final Fantasy Charaktere landen in der Traverse, ne? In Traverse, Fluss der Zeit. Ich denke, Nostalgie. Ja, wo landen die Disney-Charaktere? Die landen immer in verschiedenen Orten. Another world that was lost to the darkness. Hm? Ist das? Schneewittchen, oder? Wenn. Was? Wenn du siehst Schneewittchen? Come here to tell me. I know I promised to wake you up. I'm sorry. But I have to find a way home before I can help you. I just want you to know that it's been you that keeps my heart strong, keeps the dark away.
Spiegel ein. It's a mirror. What? Nur wissen wir, der Schönste hier ist. Also die Schönste. Ich weiß, ich bin der Schönste, also muss ich nicht wissen, aber. Okay. Ja, Mann, ich kann nicht zurück in die andere Welt, ne? Na, wir sind jetzt bei Schneewittchen. Ich habe wortwörtlich gedacht, wir werden nur in Cinderellas Welt hier rumlaufen. Wie ich das Spiel angefangen habe, aber wie es ausschaut, nicht, oder? Muss ich jetzt Spiegel suchen? Die Welt im Spiegel. My reflection's not in the mirror. How am I supposed to get out of here? Ja, die Musik, die macht mich irgendwie nervös. Irgendwie habe ich das Gefühl, nur weil es hier Spiegel gibt, also das nicht, dass wir gleich in, wo das ist der gleiche Spiegelraum ist mit diesen Sternzeichen hier rum, da war auch ein Spiegel von der Königin hier von Schneewittchen. Das ist doch Schneewittchen mit der Welt. Okay. Was es aber hier mit auf sich hat, werden wir in der nächsten Folge wahrscheinlich anschauen. Ich werde erst mal gucken, ob ich ja alles abgehakt habe und so. Mal hier Doppelsprung, also man bei dem Musik macht mich so nervös, schon so ein ganz klein bisschen beängstigend, finde ich. Ja, der verwendet Multi von 6 Mal am Stück, die Bewertung exzellent. Mekka, gelb, geschnürt. Oh, wobei ich da klimme die höchste Stelle. Ah. Burgstadt. Schattenwelt. Burgstadt. Welt im Spiel. Okay, keine Ahnung. Werde ich alles so nach und nach bekommen, nehme ich an. Ich weiß irgendwie, dass ich diese weißen Dinger da unten nicht ändern kann. Ich will sowieso nicht in den Cutscenes angezeigt oder so. Will mich hier eigentlich amüsieren, ne? Nehmen wir das. Und natürlich alle Mode-Experten schreien jetzt natürlich: Nein, wie kannst du es wagen? Das sieht typisch aus. So, wo ich glaube, wird wahrscheinlich doch wieder zu schwarz sein. Mal schauen. Jedenfalls beende ich den Part hier. Ja, erste Eindrücke
Sollte ich vielleicht auch mal irgendwie abgeben. Bis jetzt richtig geil. Okay. Ich beende den Part jetzt hier, weil ich krieg Angst. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep, a Fragmentary Passage. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, dann bitte lasst doch einen Kommentar, ein Like oder ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ciao.